Willkommen zum Schnack mit Top-Gästen. Ich bin hier mit Fabian Boll. Und Fabian, stell uns mal einen deiner zahlreichen Arbeitsplätze vor. Ja, einer von meinen vielen Arbeitsplätzen. Der sieht mittlerweile ein bisschen anders aus. Also das ist hier unser Kunstrasen der neuesten Generation. Hier verbringe ich meinen Arbeitsalltag, nachdem ich aus dem Büro hierher gefahren bin. Also wenn ich keine Verbrecher jage, dann stehe ich hier meist auf dem satten Grün. Leider müssen wir Amateure immer auf dem Kunstrasen trainieren. Man sieht ja auch da hinten die Rasenplätze, Naturrasen. Da dürfen wir leider nicht rauf, aber gut, haben uns mit abgefunden. Zum Unterschied zwischen Spieler- und Trainerdasein auch. Welche Herausforderung hast du durchs Trainieren? Ja, ist komplett was anderes. Ne? Also als Spieler ist ja angenehm. Du kommst eine halbe Stunde vorm Training, spulst ab, machst das, was der Trainer dir sagt und dann verschwindest du auch wieder eine halbe Stunde am Training. Wenn du gut bist, kommst du eine Stunde vorm Training und haust eine Stunde danach wieder ab. Und als Trainer mit vorbereiten und nachbereiten und hier dokumentieren und da nochmal was protokollieren. Also das ist schon ein Fulltime-Job. Jetzt bist du ja ganz nah dran, auch an der zweiten Mannschaft. Verrat doch mal unseren Insidern, wer aus der zweiten denn irgendwann demnächst in der ersten ist. Ja, einige waren ja schon. Also wir haben ja natürlich ein paar Spieler dabei, die schon ihre Einsätze in der zweiten Liga gehabt haben. Damit ist unser Saisonziel ja eigentlich auch erreicht, wenn wir einen in der Saison nach oben gebracht haben, der ein paar Einsätze hat. Ansonsten haben wir von der Struktur her natürlich so eine Sache, dass viele in beiden Mannschaften aktiv sind. Also ganz viele von uns, die bei uns spielen, trainieren oben. Und insofern ist da immer ein reger Austausch. Aber es gibt schon den einen oder anderen Interessanten. Ob das jetzt für unsere Mannschaft, für unsere Ansprüche reicht, sagen wir dahingestellt. Aber wir versuchen natürlich so viele wie möglich im Profibereich irgendwie unterzubekommen. Herrlich. Viel mehr von Fabian Boll in Kürze im Talk Dot. Wir freuen uns. Ich mich auch.